Fragen Sie ruhig hier. Das ist original Eisenerz. Das wird im Berg gebrochen. Und wisst ihr auch, was da draus mal gemacht wird, was am Ende des Tages rauskommt? Schotter. Oh, dafür ist das viel zu schade. Was kommt da raus? Ich habe noch einen Wurf, eine Chance noch. Wie heißt es denn? Was ist das? Irgendwas aus Eisen. Also folgendes, das ist der Rohstoff für viele Produkte unseres täglichen Lebens. Das ist das Rohstoff, hiermit fängt es an und bei der Karosserie vom Auto hört es auf. Eine Karosserie vom Auto wird daraus gemacht. Natürlich nicht direkt, es gibt viele Verarbeitungsstufen. Von dem Hochofen zum flüssigen Roheisen. Dann vom flüssigen Roheisen Stahlwerk zu Stahl und dann wird der Stahl vom Stahlwerk, der wird gewalzt und da kommen dann die Karosseriefläche vom Auto, die Felgen vom Auto oder Eisenbahnschienen oder alle Produkte, die aus Stahl sind, werden aus diesem Stein gemacht. Sagen wir zu 85% aus diesem Stein. Könnt ihr euch das, ist das nicht toll? Ich weiß, wissen die meisten Leute nicht. Ihr habt ja bestimmt eine Spüle, eine Waschmaschine und auch vielleicht eine Spülmaschine zu Hause. Ja, das ist ein rostfreier Stahl, ne? Ganz toller Stahl. Der wird auch da draus gemacht. Natürlich kommt da noch Zusatzstoffe rein und Zusatzlegierungen, aber der Grundstoff ist das hier. Kommt mal mit eurer Klasse hierher zu uns. Einverstanden? So, jetzt dürft ihr euch mal ein Stück Eisenerz auswählen, tut es hier rein und da hier, dürft ihr euch auswählen. Und der Mama gebe ich mal das Echtheitszertifikat und dem Papa für die Schule mal eins mehr zum Verteilen. Christian, was passiert mit Eisen, wenn du es draußen liegen lässt? Welche Farbe hat das da? Orange. Wie sehen denn die Steine aus? Rot und orange. Ja, genau. Im Prinzip sind die Steine von lauter Rost durchzogen. Das Rost holt man raus und aus dem Rost kommt wieder Eisen.